Ihr Passwort, bitte. Ja, mein Passwort müsste. Gestern wusste ich es noch. Es ist das von diesem Computer, das vom anderen Computer. Oder das von meinen 300 Web-Accounts. Aber vielleicht habe ich eine Alternative. Ich habe einen Fingerprint-Sensor, nicht schlecht. Ja, schaut, es geht. Ach, sehr schön. Ich brauche gar kein Passwort mehr. Also eine Möglichkeit habe ich schon, ist, dass man nicht mehr weiß, sondern der Computer mich erkennt, ist auch gut. Nun, hier ist eine kleine Studie, wie die Leute heute mit Passwörtern umgehen. Wurde 2007 gemacht. Die haben untersucht, wie der durchschnittliche Internetbenutzer Passwörter verwenden muss, weil er keine Alternativen hat. Also in der Regel tippt er 8-mal pro Tag ein Passwort ein. Sehr ungünstig, wenn man einen Keylogger installiert hat auf der Maschine und Zeit tippt. Sehr ungünstig, wenn jemand zuschaut. In der Regel hat man etwa 25 Web-Accounts, der Durchschnittsbenutzer, nicht die Power-User. In der Regel merkt man sich etwa 6,5 verschiedene Passwörter und ja, man verwendet die immer wieder. Gewisse bis fast zu 4-mal. Also im Schnitt, ein Passwort wird 4-mal verwendet. Ist nicht so optimal, wenn eine von den 4 Webseiten vielleicht unsicher ist, dann sind die anderen 3 auch leicht hackbar, weil man kann das gleiche Passwort dann einfach woanders ausprobieren. Aber das ist Realität. Das ist nicht, wie man es gerne hätte, aber so wird heute das Problem Passwort oder das Authentifizierungsverfahren Passwort, Entschuldigung, eingesetzt. Ja, was sehen wir hier? Kleine Zusammenstellung von Passwörtern. Der Herr in der hinteren Reihe wird ein bisschen bleich. Also wenn es Ihr Passwort ist, bitte ganz ruhig verhalten. Es geht um die Sicherheit Ihres Passworts. Es soll niemand wissen, dass auch Sie ABC oder CHX1138 verwenden. Das ist eine Möglichkeit, die Passwörter noch stärker zu ordnen. Wenn Sie bei Gmail einen Account machen, dann während dem Eintippen vom zukünftigen Passwort wird Ihnen angezeigt, ob es ein schwaches oder ein eher starkes Passwort ist. Warum macht man das? So ein Hinweis, das macht man, damit das Passwort nicht leicht erratbar ist. Weil wenn Sie ein leicht erratbares Passwort haben für einen Account, dann kann es auch jeder andere wahrscheinlich erraten und dann ist es keine echte Sicherheit. Nun, Passwörter werden überall verwendet, auch auf diesen sozialen Plattformen. Hier ist ein Beispiel einer sozialen Plattform, die rockyou.com. Ja, vom Durchschnittsalter her gehören Sie da nicht rein, aber vielleicht hat jemand von Ihnen auch einen Account dort. Hat jemand einen Account auf rocky.com? Ja, getraut sich jetzt niemand mehr. Gut, aber viele junge Leute, die haben einen Account, etwa 32 Millionen, haben einen kleinen Account da. Und da tippt man das Passwort ein und wenn man sich das Passwort hier steht da, also Sie müssen jetzt das Passwort erzeugen, Sie dürfen 5 bis 15 Zeichen verwenden und ja, keine Sonderzeichen. Also das macht das Passwort extrem sicher, wenn Sie nur ASCII-Characters und ein paar Zahlen eintippen dürfen. Aber der Vorteil ist, Sie können auf jeder Tastatur natürlich eintippen, auch wenn Sie im Ausland sind, auf Reisen, im Internetcafé, geht das natürlich dann auch. Gut, aber die haben noch anderes zu bieten. Wenn man es dann eingetippt hat, dann schicken Sie eine E-Mail, da steht nicht der Nutzeradresse, sondern auch noch das Passwort, das man gerade mühsam ausgedacht hat und vorher also wunderbar kaschiert in diesen Sternen, oder? Aber in der Inbox ist es dann natürlich ein Klartext. Schauen Sie auch zu, dass das E-Mail nicht abgefangen wird von jemandem, der möglicherweise die Fähigkeit dazu hat. Sonst ja, ist Ihr Account gerade in falsche Hände gelangt. Nun, aber es geht ja noch weiter. Sie können eben nicht nur Passwörter kreieren, die direkt für rockyou.com verwendet werden, sondern Sie können auch noch Zugang geben von rockyou.com auf andere soziale Netzwerke. Schön, oder? Sie haben ja schon einen Facebook-Account, Friendster, Hi5, MySpace und so, das braucht man heute ja, sonst kann man nicht mehr leben. Sie wissen ja sonst nicht, was Ihre Kollegen machen, wenn Sie mal nicht gerade neben denen stehen im Ausgang. Und deshalb können Sie zum Beispiel das Orkut-Passwort und andere einfach kurz mal abspeichern. Und ja, die behalten das dann und die machen dann, sie schaffen die Möglichkeit, aus verschiedenen sozialen Netzwerken Informationen dann Ihnen zugänglich zu machen. Oder auch, wenn hier was läuft, dann wissen es die anderen sozialen Netzwerke auch und Ihre Freunde überall wissen das, was Sie gemacht haben auf Rocky. Das ist eigentlich ein super Service, oder? Die speichern Ihre Passwörter, das ist wie ein kleines Adressbuch für Passwörter. Nun, die hatten leider einen schwarzen Tag im Dezember 2009. Die hatten ein Datenbankproblem. Jemand hat eine sogenannte SQL Injection Attacke gemacht. Das heißt, er konnte, ohne dass man das wollte, auf die Datenbank zugreifen und die auslesen. Das kleine Problem war, die Passwörter waren alle im Klartext gespeichert. Und zwar nicht nur die von rocky.com, sondern auch die von allen anderen sozialen Netzwerken. Ziemlich ungünstig. Das heißt,
Da konnte jemand sämtliche Accounts im Klartext, im Passwort und Username runterladen. Und es betraf eben dann nicht nur Rocky.com, sondern auch die anderen sozialen Netzwerke, weil eben dort ja, wurden ja die Passwörter gespeichert für diese. Jetzt nicht in Ohnmacht fallen, falls Sie Ihr eigenes Passwort entdecken. Also haben wir ein paar rausgenommen von dieser Liste. Und ja, also ganz ruhig verhalten, dass Sie Ihr Passwort erkannt haben. Weil 1% von den Benutzern von den 32 Millionen Accounts hat dieses Passwort hier verwendet. 1%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nicht ganz so populär war dieses hier, war am 2. 2 häufigstes Passwort. Und unter den Top 20 sind diese drei auch zu finden. Verti, so kurz eine Abrollen auf der Tastatur, sehr praktisch. ABC 1, 2, 3, ja, das hätte ich nie ausgedacht, dermaßen kompliziert, und jetzt kombiniert und sogar noch Zahlen. Aber so sieht die Leute heute ein im Internet mit dermaßen starken Credentials. Das ist Realität. Hier noch die Statistik. Wurde eben gemacht durch die Analyse von diesen 32 Millionen Accounts. 20% von allen Passwörtern, die stammen aus einer Liste von nur etwa 5000 Passwörtern, die wurden also häufig wiederverwendet, könnte man sagen, aus einer bekannten Passwortmenge, und die waren zudem auch leicht erratbar. Und nur etwa 0,2% entsprechen den Regeln, wie man so beispielsweise eben zusätzliche Zeichen verwenden, also nur Buchstaben und Zahlen, eine kleine Großschreibung verwenden, vielleicht mal Sonderzeichen und sowas. Aber der Rocky.com hat das ja verboten auf dem eigenen Account, das könnte man nur für Fremdaccounts verwenden, diese Sonderzeichen, oder? Aber nur 0,2% von den Leuten haben eigentlich ihren Account mit einem sicheren Passwort geschützt. Das ist Realität. Nicht wahnsinnig guter Schutz. Ja, Vorteile von Passwörtern, die muss es geben, sonst würde man sie nicht verwenden. Sie sind extrem einfach zu verstehen. Jeder weiß, was ein Passwort ist, nach einer Minute oder noch weniger Erklärung weiß er, was ein Passwort ist. Etwas, was du geheim halten musst, was niemand erfahren darf. Wenn man selbst wählen darf, ist es einfach zu erinnern, aber meistens dann eben nicht so wahnsinnig sicher. So QWERTY oder sowas ist einfach zu erinnern, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, könnt ihr mir auch noch merken. Und eigentlich sollte nur das System der Benutzer das Passwort auch wirklich kennen. Das Schöne ist auch, man kann es jederzeit ändern. Ändern kostet fast nichts und sollte aber dann schauen, dass man es nicht vergisst. Wenn es so häufig ändert, liegt man manchmal gar nicht mehr, welches Passwort wo genau liegt. Und Sie können verschiedene Passwörter für verschiedene Systeme ermöglichen. Das ist genial, weil Sie können Sie gewisse Passwörter, wenn Sie wollen, auch weitergeben. Dann geben Sie nur einen Dienst weiter und der Kollege kann temporär mal kurz da was machen, so Stellvertretung in den Ferien oder sowas. Und dann können Sie es dann später wieder ändern, wenn Sie wollen. Und super kostengünstig. So, alles eigentlich Vorteile, die für ein solches System sprechen. Die Nachteile sind halt Geheimhaltung. Extrem schwierig. Zum einen, jedes Mal, wenn Sie es übers Netz schicken, braucht Sie einen sicheren Kanal. Das wurde zwar einigermaßen gelöst mit SSL. Bei jedem Login sagen Sie es dem Service im Klartext, wie ein Passwort heißt. Nicht so optimal für ein Geheimnis, dass Sie beim Klartext zum Service schicken. Und der Service sieht jedes Mal Ihr Geheimnis im Klartext. Sie könnten es auch ein bisschen hashen und so, die meisten machen es aber nicht. Und wenn Sie natürlich sowas haben wie Phishing-Attacken, wo Sie das ob Sie aufgefordert werden, das Passwort preiszugeben, oder wenn Sie ein Keylogger haben, weil Sie ein bisschen Malware installiert haben, oder wenn Sie gerade ein Post-it verwenden, das im Monitor kleben, oder überall können das Passwort abhanden kommen. Und das Problem mit der Sicherheit ist hier, ja, sichere Passwörter sind eben lang und komplex und deshalb schwierig zu merken. Das heißt, das Ganze beißt sich ein bisschen, oder? Sie könnten zwar einen guten Schutz haben, aber aus praktischen Gründen lehnen das die meisten ab. Und das hat auch damit zu tun, dass viel zu viele Web-Accounts oder andere Computer-Accounts verlangen eben nach Passwörtern. Und ja, die Möglichkeit für den Mensch, komplizierte Zeichenfolgen zu merken, im großen Umfang, entspricht eher der Möglichkeit eines Computers oder sonst was, aber sicher nicht den eines Menschen. Und irgendwie passt das einfach nicht auf das, was der Mensch gut kann, um das zu nutzen, um eine sichere Methode zur Verfügung zu stellen. Ja, und eben ist ein Problem, weitergegangen fast, dann ist es auch ein Vorteil und auch ein Problem gleichzeitig, weil eben wenn es weitergibt, ja, dann verliert man eigentlich die Kontrolle über den Account. Nun, wo soll es hingehen? Zukünftige Authentifizierungssysteme sollten einfach sein, so wie das Passwort. Sie sollten für den Benutzer, oder? Sie sollten aber kompliziert sein für den Angreifer. Also wem, der dann eintragen will, muss es extrem schwierig sein. Und hoffentlich nicht auch günstig in Anschaffung und Betrieb, weil wenn das nicht der Fall ist, dann wird es nie millionenfach eingesetzt weltweit. Dann ist man einer kleinen Gruppe zugänglich und ja, es ist schade, wenn nur eine kleine Gruppe sich schützen kann. Und wo geht es hin mit diesen Standards? Es gibt Standards wie OpenID, OpenOS, SAML und so weiter.
die werden verwendet, um, wenn man einen Account an einem Ort hat, kann man den quasi verwenden, dass man auch den anderen Ort verwenden kann. Wir werden das später sehen. OpenID gibt es ein spezielles Referat, wie das genau funktioniert. Und das ermöglicht eigentlich, dass man das Authentifizieren trennt vom eigenen Service. Und wenn das in die Richtung geht, dann hat das viele Vorteile. Man muss nicht ein Passwort im Klartext an die Web-Applikation schicken. Man muss sogenannte Tokens, man sind viel weniger Passwörter nötig. Das ist auch ein großer Vorteil. Man kann die Accounts quasi in einem Ort bündeln und das hilft dann einem extrem, dass man nicht für jeden Service ein eigenes Passwort braucht. Gut, Fazit. Ja, wir brauchen innovative Alternativen zum Passwort. Und ich hoffe fest, wir werden heute Abend ein paar von diesen kennenlernen. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von meiner Seite.